Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Im letzten Part sind wir von den Rattenschwärmen regelrecht überrollt worden, beziehungsweise nicht nur wir, die gesamte Stadt. Das war schon der Wahnsinn. Und naja, wir konnten noch erfolgreich fliehen. Meister Vaudon ist leider von uns gegangen. Seine Expertise hätten wir vielleicht hier und da noch gebrauchen können, auch wenn er relativ starrsinnig und grob gewesen ist. Keine Ahnung. Sei es wie es sei, er ist jetzt nicht mehr da, die Ratten haben ihn erwischt. Wir konnten noch mit Joseph, dem Bootsmann, fliehen und sind jetzt den Fluss hinunter unterwegs nach Marseille. Aber das wird uns wahrscheinlich dieser Text auch noch sagen, den wir ja jetzt erneut durchlesen können. Genau, Kapitel 5, unruhiges Fahrwasser. Vaudon rechnete nicht mit Hugos Überleben und überredete Beatrice, zum Hauptsitz des Ordens nach Marseille zu reisen, wo die verheerenden Kräfte ihres Sohnes möglicherweise eingedämmt werden können. Amicia sprach sich dagegen aus, begleitete aber dennoch Lukas in den Hafen zu Kapitän Joseph, der sie an Bord seines Boots nehmen würde. Ohne Besinnung beschwor Hugo gewaltige Horden an Ratten, die die Stadt verschlangen. Vaudon starb, ehe es Amicia gelang, ihren Bruder zu beruhigen. Der Junge ist schockiert, was er der Stadt angetan hat, die er so geliebt hat. Wieder vereint bricht die Familie nun nach Marseille auf. Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Alles klar. So, dann versuchen wir es mal. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Wir sollen jetzt unter den Steg? Hier vielleicht. In den Planken, hier ist ein Loch. Lukas, könntest du bitte nicht die Kiste blockieren? Das wäre ganz nett von dir, Alter. Oh, hier ist es zu steil. Er rollt weg. Vielleicht. Lukas, das übernimmst du. Klar doch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Jam. Alles in Ordnung? Alles gut. Boah, da sind nö. Überall tote Leute. Raus da. Nein. Oh Ist schon Gott. gut, keine Sorge. Oh. Tut mir leid. Oh Gott, ey. Dass Amicia auch immer durch so eine eklige Scheiße warten muss. Immer wieder. Nein. Bitte nicht. Tut mir leid, ich muss. Boah, das ist schon mindestens das dritte Mal in diesem Spiel. Mindestens. Bitte, na, verzeih. Es muss leider sein. Ja. Sorry, Bro, du blockierst leider die Kette. So, versucht's jetzt mal. Okay, du sehr hast es gut. geschafft. Nice. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Boah, Alter. Ja. Auf jeden Fall. Aber mit was für einem Affenzahn die Fähre jetzt angezogen wurde. Respekt. Aber jetzt erstmal schnell raus hier. Boah, ey. Das ist auch wieder so eine der Situationen, da ist man so ein bisschen froh drum, dass man das Spiel nicht in 4D spielt, ne? Dass man da jetzt nicht auch noch den Geruch wahrnimmt, den der Charakter auch gerade riecht. Boah, ich würde sowas von sterben, glaube ich. Jetzt sag mir nicht, ich bin umsonst zurückge... Hätte ich weiter geradeaus? Ich dachte, Amicia ist jetzt gerade automatisch quasi in die andere Richtung gegangen. Ein, zwei Schritte. Ohne, dass ich was eingegeben habe. Ich dachte, das sollte quasi suggerieren, dass ich in die Richtung gehen soll. Na super. Jetzt laufe ich hier doppelt und dreifach durch die ganze Gülle. Oh, nee, ey. Arme Amicia. Tut mir leid. Die Arme, ey, ich lasse sie hier komplett wirklich boah, durch das ekligste Zeug stampfen hier. Alles in Ordnung?
endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Ja, komm, direkt. Du kannst aufhören. Natürlich. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Baudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. Man kann nur hoffen, dass Baudin... Die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Ja, man kann echt nur hoffen, dass Baudin... Ich suche schon. Darf ich jetzt? Darf ich? Hier muss doch etwas sein. Okay. Ich habe mir fast gedacht, dass noch irgendetwas kommt. Man kann nur hoffen, dass Meister Baudin wirklich die Ausnahme war. So, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen, bevor ich hier doppelt und dreifach unterbrochen werde, wurde. Ja. Komme ich hier irgendwie raus? Gibt's einen Ausgang? Nicht wirklich. Kann ich hier irgendwie die Kette? Gibt's hier irgendwie ein Glied? Moment, Lukas. Nee, ich kann ihm leider nicht den Befehl geben. Hätte ja sein können, dass die Kette an irgendeiner Stelle eine Art Schwachstelle hat. Und die offenbart sich, sobald Lukas eben noch einmal die Fähre zu sich zieht. Na, wir brauchen ja nur das schwächste Glied. Aber ich sehe hier jetzt leider nichts. Ah, hier geht die Kette ja noch ein Stück weiter. Vielleicht die... Ah! Da, das Gewicht. Aber aus dem Winkel schaffe ich das? Könnte klappen. Ja? Lukas, geh von der Kette weg! Geht klar! Erwischt! Boah! Amicia, nein! Alles gut. Was zur Hölle? Ja, ist alles ein bisschen wackelig, ne? Kein Wunder. Naja. Kann ich, wie viel kann ich hiervon? Auch 6 Stück. Oh. Das war aber... Hä? Ach, das ist kein... Oh. Das ist die hier die andere. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt wieder typischerweise Alkohol, den ich nicht einsammeln kann. Aber es war was anderes. So, jetzt ist ja die Sache. Mir geht's gut. Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Pontons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Genau. Und du passt auf die... was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Genau, eins nach dem anderen. Das können wir dann auch ausdiskutieren, sobald wir wieder bei den anderen sind. Lukas kommt hoffentlich durch die Rattenschwärme einigermaßen gut durch. Okay. Das ist auf meiner Seite schon mal etwas entspannter. Kann ich hier drunter durch? Scheinbar. Okay. Eine Kiste ist hier unten jetzt nicht. Ah doch, aber auf der anderen Seite ist eine. Was haben wir denn hier? Schick. Was ist hier? Ein Werkzeug, 10 Stücke. Und wieder was davon. Schwefel. Ah, das habe ich jetzt also. War da was? Nee, nur ein kleiner Lichtfleck. Okay. Wir haben auf jeden Fall genug. Sollte ich froh drum sein. Ist hier irgendetwas? War da was? Ah, sah gerade kurz so aus, als könnte ich damit etwas interagieren. Kann ich da durch? Ja. Sehr gut. Hier etwas. Hier etwas. Jawohl. Sieht schon mal gut aus. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Ich habe ja noch ein Messer. Mal sehen, was da drin ist. Schwein gehabt.
10 Stücke, ein Werkzeug. Boah, 20 Stücke. Sehr gut. Schaffen wir es jetzt, das letzte Upgrade in dem einen Skillbaum freizuschalten? Das wäre ganz nett. Ups. So. Gut, dann an die Arbeit. Ja, es reicht. Sehr gut. Na dann. Das sollte die Sache erleichtern. Und ich bekomme die Silbertrophäe wirksame Werkzeuge. Sehr gut. Okay. Alles klar. Wirksame Werkzeuge. Dann mal an die Arbeit. Anhand von diesen Trophäennamen tippe ich mal auf die Namen der anderen Trophäen, wenn ich die jeweiligen Skills auf Maximum bringe. Vielleicht ausgezeichnete Ausrüstung? Keine Ahnung, ausgeklügelte Alchemie vielleicht? Auch wenn mir jetzt leider spontan nichts mit AL am Namen einfällt als Adjektiv. Oder allwissende Alchemie? Das würde gehen, allwissende Alchemie, keine Ahnung. Und, keine Ahnung, starke Schleuder? Oder schnelle Schleuder, ginge auch. Würde alles passen. Okay, cool. Konnten wir eine weitere von diesen... einen weiteren dieser Schränke öffnen. Oder Kiste oder Kistenschränke, was auch immer. Sehr gut. Was haben wir hier? Versuche nach Möglichkeit Himmel, direkt... das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt, warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Komme ich da hoch? Na, da komme ich hoch. Ich versuche jetzt nach Möglichkeit, ein weiteres Messer aufzutreiben. Aber ich fürchte, so schnell wird das nicht klappen. Moment. Vielleicht da um die Ecke. Würde das reichen? Ja. Da komme ich dann auf jeden Fall hoch. So, ich hoffe, dass das hier wieder ein Alternativweg ist. Wo soll ich denn jetzt lang? Hä? Moment. Kann ich das hier vielleicht irgendwie... Gibt es da irgendwo... Ah, da glaube ich. Da? Kann ich das... Ja. Puh, muss man aber ganz genau hingucken. Ich dachte mir schon, das kann doch keine Sackgasse sein. Wozu kann ich sonst da hochklettern, wenn da oben nichts wäre außer einer Sackgasse? Das wäre ein bisschen... Naja. Das wollte jetzt nicht in meinen Kopf rein. Da war dann nur noch die Frage, was genau fehlt mir? Oh, eine weitere Blume vielleicht? Oh, bist du hier gestrandet? Tut mir leid, ich brauch dich. Ich tue alles, um ihn aufzumuntern. Ah, zur Igor-Sammlung hinzugefügt Windröschen. Gedeiht an den Küsten des Mittelmeers. Der griechische Name Anemone bedeutet Tochter des Windes. Diese Pflanze erblüht unter rauen Wetterbedingungen und sät ihre federleichten Samen über weite Entfernungen aus. In der griechischen Mythologie wird sie mit Hingabe in Verbindung gebracht und soll aus den Tränen der Göttin Aphrodite entstanden sein, als sie Adonis Tod betrauerte. Der Volksglaube besagt, dass Regen bevorsteht, wenn die Windröschen sich schließen. Mhm. Nett. Und nochmal eine schicke Aussicht auf die Gegend hier. Ja. Oh. Ich möchte die Kamera nicht zu schnell drehen, sonst sieht man ja kaum was. Ah, solche kleinen Kamerafahrten liebe ich dann auch einfach. Ne? So ein schöner Panoramablick und dann einmal die Kamera rüberziehen. Herrlich. Bei so einem Ausblick lohnt sich das doch auch, oder? Mal kurz innehalten und die Szenerie
begutachten. Klar, in der Ferne hat man immer noch die Ratten gesehen, aber naja. So. Upsa. Nee, ich möchte schon... Hä? Na toll. So, Dalle. Jetzt nach da hinten hin. Die Stelle, die so schön mit zweimal... Ja, mit... Ja, okay. Das ist doch keine Markierung. Das sind einfach nur Seile, oder? Die die Bretter zusammenhalten sollen. Ich dachte zuerst, das wären mit Kreide gemalte X'e. Die... Gut, naja, das ist geschafft. Dann sind es eben mit einem Seil geknüpfte X'e, die den richtigen Weg markieren sollen. Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Nein! Wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Oh. Jetzt mache ich mir große Sorgen. Keine Ahnung. Jetzt müsste ich zurückkommen. Oh, okay. Interessant. Scheint so, als würde es gleich nötig werden. Jetzt zumindest. Moment. Soll ich irgendwie... Los, du schaffst das. Ist doch nur ein weiteres Hindernis. Ah, okay. Ich verstehe. Ich wollte schon sagen, um darüber zu klettern, bräuchte ich ja quasi das Wegelchen, das ich hier noch auf der Seite hatte. Nur wie kriege ich das Komm rüber? Her, ich brauche dich. Jetzt ist es klar. So sollte es gehen. Jawohl. Lukas! Ah, immer noch nicht da. Das ist besorgniserregend. Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Schade nur, dass wir die Zeichnung von der Insel nicht mitgenommen haben. Dann könnten wir ihm genauer sagen, welche Insel wir meinen, und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er sie wiedererkennt. Nur anhand der Beschreibung könnte schwieriger sein als gedacht. Ne? Mit der Zeichnung wäre es definitiv leichter. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Anos Männer! Lass ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Also, das hier vielleicht? Oder was? Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja, brillant, bin unterwegs. Okay. Wie geht es dir? Gut, mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg! Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los! Jetzt! Ja, netter Versuch. Oh, wenn du nicht zielst, bist du in dem Geschütz in Sicherheit. Doch getroffen. Bin
daneben. Wir müssen von hier verschwinden! Oh oh. Brauche ich Ingwer? Wahrscheinlich, ne? Brenn! Jetzt brenn schon! Es dauert zu lang! Oh, nice. Schöner Boost. Ich hab Schluss jetzt, Mutter! Oh, Schande! Danke für die Warnung, Joseph, aber hast du nicht gesehen, dass ich gerade am Sterben bin? Oh, Gott sei Dank, hier war ein Checkpoint. Soll ich da oben vielleicht Ignifer hinballern? Ihr kriegt, was ihr verdient. Boom. Oh, yes. Wie gefällt euch das? Sehr gut, jetzt habe ich auch unendlich viel Ignifer. Verdammt. Ja, kommt. Ihr kriegt, was ihr verdient. Doch bitte. Wie gefällt euch das? Das ist Wahnsinn. Da rechts. Der Wald fährt alles auf, was er hat. Das wollte ich nicht. Aber es macht dieses Schwein an nur kalt. Oh Mann. Achtung und Feuer! Auf der Brücke sind Leute! Das ist eine Armee! Viel Stabile für dich! Schmort in der Hölle! Das ist für mich und meinen Bruder und allen anderen! Das war ziemlich beeindruckend, aber du solltest dich ein wenig beruhigen. Ja, Amicia verfällt wieder in einen leichten Blutrausch. Die Stimmung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir! Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf ihn so auf! Befreie das Boot. Auch wieder mit Ignifer oder was? Nee. Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Oh Mist. Ich hätte hier die ganze Zeit. Ah, okay, okay. Mann, ich wollte jetzt eigentlich kontern. Kann ich das gar nicht? Ah. Okay. Scheinbar nicht mit der Armbrust. Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen! In Deckung, schnell! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Als ob der mich erwischt hat.
Nein! Das gibt es nicht. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich vor ihm abhauen? Irgendwo noch einen weiteren Bolzen aufzeigen? Sie kommen! In Deckung, schnell! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hör? Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Ach komm, Schock! Deck, verdammter! Ach, das ist doch scheiße. Boah, ey, Kamera. Nein, verzieh dich. Verzieh dich. Mann! Dass ich ausgerechnet seinen verdammten Helm treffen musste. Sie kommen. Gibt's doch nicht. So. Mann, falsch. Falsche Taste. Für wen hältst du dich? Schließ dich auf. Werde doch mit. Ich stopf dir dein Maul. Ja, kommt. Ihr könnt was erleben. Wo sind noch mehr Pfeile? Ich brauche. Ah. Nicht brauchen wir ein paar mehr. Lass ihn erledigen. Ich brauche mehr Pfeile. Oh Mann, ich sollte vielleicht mal zu der Schleuder aufwechseln zwischendurch. Ich Idiot. Komm schon. Ich töte sie alle, Anno. Ich bringe es zu Ende. Boah. So. Das waren alle. So, ja, das Boot. Ich muss die Seile kappen. Die hätte ich auch ruhig benutzen können, die anderen Gegenstände. Ach, naja. Harz. Sonst noch etwas bei den Leichen, das ich mitnehmen kann? Salpeter, okay. Messer vielleicht, das ich hier noch irgendwo einsammeln kann. Schön wär's. Wenigstens bin ich jetzt mal weitergekommen. Nicht so schnell. Na, was willst du jetzt tun? Nein. Okay. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen! Schau dich an, so und vorwärts! Oh Gott! Oh, Scheiße! Das muss ich dir lassen, aber was jetzt? Nein! Nein, nein! Nicht anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik! Tja, leicht machen werde ich es dir nicht. Zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh, ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Oh Mann, ey. Ja. Das Boot! Ging. Ja! Wetterausblick! Oh no! Oh no! Alter! Boah, viel zu langsam reagiert. Gott verdammt! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Fliehe vor Arno. Ich muss zurück. Ich kann es schaffen. Das Boot. Ja. Na, Wetterausblick? Nein, nein. Fahr zur Hölle. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben.
Nee. In Sicherheit. Ja. Erstmal atme. Seht zu, dass ihr sie findet. Wo willst du hin? Ich schnappe ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein, Dreckskerl. Gott verdammt. Ich tu dir nicht weh. Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt. Halt ihn auf und dann nimm was jetzt. Oh no. Ah, Gott verdammt. Nichts. Ja, genau, nichts. Ganz richtig. Dreh dich um. Dreh dich hier um. Ist nichts. Okay. Na? Ja, danke. Oh, Drecksack. Ich finde hier rein gar nichts. Bleibt er da stehen oder bewegt er sich noch? Eng. Nein. Mist. Da! Gott verdammt! Ich bin zu weit weg! Nein! Rühr sie nicht an, sonst. Miko! Lukas! Schneller! Schnapp sie! Kein Schritt weiter! Oh, genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Amicia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Hugo! Na, sieh mal an. Verstärkung. Warte. Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Wenn wir in See stechen. Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Unruhiges Fahrwasser. Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Oh je. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser.
Ja. Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Oh Mann, ey. Finde einen Weg zur Küste. Alles zurückgelassen. Jetzt sind die beiden wieder allein unterwegs, wie in alten Zeiten. Diesmal allerdings aus eigenem Willen, nicht weil die Umstände sie dazu gezwungen haben. Okay. Gehen wir zurück? Nein. Wir dürfen nicht wieder auf die Söldner treffen. Ja, aber wie weit lässt mich das Spiel zurückgehen? Okay, hier ist Schluss. Gut. Ich wollte es nur austesten. Eventuell hätte da ja auf dem Weg auch etwas liegen können. Oh Mann, zum Glück kann ich... Wir auf eine Insel. Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Hoffentlich. Zum Glück kann Hugo die Ratten jetzt ja auch wirklich so bewusst steuern, dass sie eben das von ihm ausgewählte Ziel attackieren, ne? Dass sie sich nicht direkt auf alles stürzen, was lebt, sonst wäre Amicia ja auch in Gefahr gewesen. Zum Glück haben die jetzt nur den Drecksack in Ritterrüstung attackiert. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Oh, sehr, sehr schick. Ein sehr schickes Bild. Und Leute, ich würde sagen, mit dem schicken Bild beenden wir den Part für heute. Und dann sehen wir im nächsten Part, wie es weitergehen wird. Ob die beiden erfolgreich schon zumindest eine Zuflucht finden können, den ein oder anderen Hinweis, das wird vielleicht nicht so schnell klappen. Aber dass die beiden wenigstens schon mal einen sicheren Ort haben, an den sie sich zurückziehen können. Ohne dass sie sich jetzt um die Ratten oder die Söldner Sorgen machen müssen, können wir echt nur hoffen. Die beiden brauchen echt mal eine Pause. Vor allen Dingen braucht Amicias Wunde auch mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen zumindest zu heilen. So ein bisschen zumindest. Okay, dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.